Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Eseidira, ich grüße dich. Du bist besorgt. Er ist in Italien und wir wissen, wie die Lage dort ist, wie die Menschen sich da jetzt leben und fühlen. Und es ist wichtig, ein Herz für Italien. Und ich bin auch gedanklich dabei und wir gemeinsam können wir auch gute Energie für diese Menschen schicken mit voller Liebe, dass da eine Verbesserung da ist. Aber wie geht es ihm? Im Augenblick, das zeigt diese Karte in die Mitte. Trübe Gedanken heißt nicht, dass mit ihm was passiert, aber das bedrückt ihm diese Situation. Und das kann man auch nachvollziehen. Und das ist traurig, dass das so ist. Und doch findet er die Ruhe. Er ist zu Hause, so wie alle anderen Menschen gerade auch in diesem Land. Und wo sind seine Gedanken, seine Hoffnungen? Das ist die Liebe und es gibt ihm die Kraft, diese Hoffnung, glücklich zu sein mit dir. Aber er meint, es ist so ungerecht, was so läuft alles. Das zeigt dieser Gericht. Heißt nicht, dass er eine gerichtliche Lage befindet, sondern er empfindet das alles so ungerecht. All das, was in Italien passiert oder was eure Liebe betrifft. Und doch wünscht er ein Zuhause, mit dir eine gemeinsame Zuhause. Diese Zweisamkeit genießen, diese Liebe genießen, mit dir ein gemeinsames Zuhause zu haben. Das entspricht seiner Träume. So möchte diese Liebe auch leben. Und er wird auch Glück haben, dieser Bild, dieser Herr vor dem Spiegel zeigt, seine guten Gedanken, seine optimistische Haltung, auch seine Gesundheit, dass mit ihm nichts passiert. Und du bekommst von ihm eine Nachricht und es ist eine glückliche Botschaft. Das geht vorbei. Mit ihm passiert nichts. Und hier gibt es auch eine Lösung. Und für ganze Italien wird auch eine Lösung geben. Und das ist gerade dieser Zusammenhalt dort, was auch passiert. Und das zeigt auch die Liebe dieser Menschen. Und das berührt ihm auch. Das gibt ihm auch Kraft. Und wie ich das hier erkennen kann, ihm trifft diese Krankheit nicht und er bleibt gesund. Und diese fröhliche Botschaft wirst du auch bekommen. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wird alles gut gehen, auch was ihn betrifft, auch was das Land betrifft? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, es geht gut aus. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, es bricht alles zusammen. Ihm geht es auch nicht gut dabei. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt, man kann das nicht wissen. Wird ihm und das Land gut gehen? Ja, und das fühle ich auch. Doch, so wird es auch sein. Liebe Eseirita, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.